Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich kann was sehen. Habe ich auch eine Karte jetzt endlich? Ich habe wieder eine Karte, Leute. Die Welt mag mich wieder. Da will ich zuerst hin. Das ist auch ein Skin in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, wo mich das Spiel generell hinschickt. Weiß es immer Upgrade. Ich hatte das halt schon vergessen. Alter Junge, das Kapitel, das will man nicht alleine machen. Das ist die Hölle. Einfach nur straight geradeaus von der Karte her, wenn ich das richtig sehe. Oh, ich sitze jetzt hier nur eine Stunde, ne? Oh, ich kriege meine Superwumme wieder. Aber sie ist leider immer noch verbuggt. Irgendwas wartet direkt hinter der Tür. Also, wenn ich rausgehe, will ich einfach nur geradeaus. Warte mal, dafür kann ich ja sogar die Magnum nehmen. Ach nee, kann ich nicht. Ich mach so. Erstmal aufräumen. Okay, warum auch immer ihn das nicht one-hittet. Wahrscheinlich, weil ich den Kopf nicht treffe. In die Richtung wollen wir nie wieder. Warte mal, jetzt habe ich habe gar nicht gelesen, was der gesagt hat. Ich will aber wissen, in welche Richtung muss ich eigentlich storybedingt. Komplett in eine andere Himmelsrichtung. Okay, wir gehen trotzdem erstmal straight forward. Hier ist hell, hier kann ich es mir ruhig antun. Hier ist wesentlich heller als da unten. Und vor allem weniger creepy. Ach ja, nicht entsichert. Ich vergesse das jedes Mal, ne? Sind die jetzt Standard? The fuck? Ich sag, ich habe nur Uzi zum Leerschießen. Erstmal hier aufräumen. Das ist ein Safe House. Boah, ich kann nicht lang drüber überlegen. Ich finde einfach, hier unten lohnt es sich nicht, die Safehäuser zuzumachen. Hat mehr Nachteile als Vorteile. Ich müsste auf der Karte gucken. Ist da? Da drin muss es sein. Die Dinger sind nämlich immer in sicheren Gebäuden. Das heißt, da in dem Safehaus ist es.
thought about hiding in here along with the soldiers to avoid the virus, you know? Food supplies weren't short, but the survivors were hungry. Soon enough, there wasn't enough food, and things escalated quickly. Ration stealing increased, and the soldiers had to lock the thieves in the deeper sewers. At that point, the stronger ones started to eat the weak ones. Cannibals. They became fucking cannibals. As if all that shit wasn't enough. Man. Also Zombies mit Hirn, einfach nur. Ja, einfach nur straight geradeaus. Die nutze ich einfach immer, wenn ich sie sehe. Und hier so einfach wieder eine Uzi zum Abnutzen. Oh. Hey, to mount them, you need to learn first how to do it. Around the city. Find some magazines about weapons. I'll show you with the white circle on the map where to find them. Ich will da einfach straight. Sicher ist sicher. Brauche ich gar nicht zweimal überlegen. Weg mit dem. In den Arsch. Also das ist halt da unten abgegangen. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Da ist Explosivmunition drin. Brauche ich dann auch nur so halb zielen. In die Richtung, die ich gerade gucke. Ah, besser als nix. Hat ja echt lang gehalten. Hier gleich rechts. Da ist es ja schon. Überhaupt nicht laut. Okay, das ist nicht das Safehouse, was ich gesucht habe. Oder? Dann muss es hier links um die Ecke herum sein, weil da sieht auch nochmal wie ein Raum aus. So wie da unten. Und danach kann ich eigentlich durchlaufen, bis ich in den großen Gang komme. Da kann ich dann direkt auch noch einen Skin mitnehmen. Wenn ich eh schon hier bin. Juckt's an der Nase.
Da ist auf jeden Fall mein Heftchen. Na? Kann ich die dicken Dinger drauf packen? Ach, da ist das sogar schon drauf. Ja, jetzt einfach straight, dann kann ich da den Skin mitnehmen. Und dann muss ich geradeaus und dann rechts abbiegen und dann eigentlich immer den Gang folgen. Komme ich eigentlich schon in die richtige Richtung? Genau da will ich ja eh hin, ne? Okay, hier sieht man einen Scheißdreck. Die schieße ich so über den Haufen. Das ist, glaube ich, ein Skin für meinen Charakter, den ich gerade habe. So, und jetzt einfach straight up in die Richtung, wenn ich jetzt rausgehe. Ach, das ist nur eine, die ein bisschen Spaß haben wollte. Die ist leer. Ach, habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Wumme liebe. Oh, keine Money mehr für die. Obwohl doch. Eine ist noch drin. Mit dem Dicken will ich mich nicht anlegen, bin ich ganz ehrlich. Oh, ich habe Glück, hier ist Shotgun-Munition. Also ich muss die nicht wegwerfen. Nehme ich halt auch das Katana mit für den Nahkampf. Ich bin auf einem guten Weg. Einfach weiter dem Gang folgen, dann komme ich schon richtig an.
Na, scheiß drauf. Und tot. Da kam auf einmal so ein Muskelheini. Ja, eine tolle Ausgangssituation. Jetzt habe ich meine Ultrawumme nicht mehr. Hier rum komme ich zu einem Safehouse. Zumindest laut Karte, aber da steht ein Fetti. Ach, einfach hier durch. Dieses Panikschießen wegen dem Dicken. Ja, gegen den habe ich keine Chance. Bei dem brauche ich die dicke Wumme. So, ich kann das jetzt eigentlich auch beweisen, dass das dann immer noch gilt. Hier, das Teil hat das Teil ja oben drauf. Ich kann es immer noch drauf packen. Das ist der beste Beweis, den man haben kann. Dass das immer noch gilt. Ich brauche es nur ein einziges Mal einsammeln. Ich hatte da halt keine Chance mehr. Diese Muskelzombies, die sind genauso schlimm wie diese Mutanten-Zombies, nenne ich sie mal. Die muss ich auch mit der Dicken weghauen. Sonst hauen die mich weg. So, wenn ich gleich rechts rum rausgehe, einfach den Gang folgen, dann komme ich schon an, wo ich hin will. Einfach den Gang folgen. Ne? Ja, einfach diesen Gang jetzt folgen, gerade direkt straight up. Ich könnte dir noch eine Bratpfanne über den Kopf ziehen. Verpasse ich den neuen Scheitel.
Warum sind in beiden Richtungen die Scheißdinger? Okay, der Hebel will gedrückt werden. What's going on? Don't tell me the duct is blocked. Shit. If you can't open the grating manually by turning the valve, it means that... Ich glaube, ich habe etwas getan, was ich nicht tun dürfte. Fuck! Go to the sorting center. Yeah, you can find the valves we're looking for. You need to get at least three. Get going. Ja, ich habe ein Problem, ich habe mich durchgebackt. Ich habe mich irgendwie durch die Wand gebackt. Und kann das hier jetzt nicht öffnen. Ich dürfte hier eigentlich gerade gar nicht sein. Und ich, das Spiel zeigt mir das auch. Boah, die, ich weiß nicht wieso, dieses Spiel ist so mega buggy. Ach, da müsste ich hin. Ja, gibt ja nur einen Ausweg, ne? Da ich mich irgendwie durch die Wand gebackt habe. Gab keine andere Möglichkeit. Richtig kacke. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier keine Ausrüstungsmöglichkeit habe, ist eigentlich schon vorbei. Ich müsste straight up durch. Ich würde dieses Kapitel schon gern heute noch schaffen. Aber ich muss auf jeden Fall jeden Raum mitnehmen. Tja, meine gute alte Diegel, du wirst mich jetzt durchcarryen müssen. Wenn der erste Muskelzombie wieder kommt, bringt mich um. Rechts rum im Kreis. Das Gute ist, wenigstens die eine Waffe kann ich hier aufsammeln. Ich wollte die ja nur ablegen und den Hebel drücken und dann bin ich auch einmal durch die Wand gebackt. Genau in die Richtung muss ich, wo die gerade rauskam. Ich nehme den Raum hier mit. Und jetzt gleich, wenn ich rauskomme, einfach straight. Nee. Am besten erst einmal links abbiegen und dann straight geradeaus. Bis irgendwann so ein Huckel kommt. Obwohl. Erst einmal links, dann hier rechts direkt reinbiegen und da kann ich ein Safehouse mitnehmen. Was bestimmt keine schlechte Idee ist, wenn ich mir den Raum da so angucke.
Ich hoffe, ich bin dann fertig mit hier unten. Weil ich sag, wie es ist, die Kanalisation ist echt unangenehm. Leer. Warum läufst du Kreise? Besser. Lauf ich überhaupt gerade in die richtige Richtung? Ja. Wenn ich schon keine zweite Farbe halte, ich mir die Karte offen. Hier einmal nach rechts. Weil ich will ja das Safehouse mitnehmen. Erstmal machen, dass es hier wirklich safe ist. Komm einfach nur, damit ich auch eine Lampe hab. Ich hab hier doch um die Ecke. Davon hatte ich die Munition. Ich habe jetzt nicht ernsthaft nur eine Axt dafür, ne? Weg mit der Axt. Hol er her mit einer Axt. Nimm eine Waffe in die Hand. Aber als Lampe.
Wenn hier auch nur ein Muskelzombie ist, bin ich am Arsch. Nee, ne? Ich muss nicht ernsthaft auch noch Ventile mitnehmen. Reicht es, wenn ich eins mitnehme, oder brauche ich echt drei? Ich glaube, ich brauche echt drei. Ich darf hier drin keine Waffe abfeuern, hieß es. Ziffer, töte das Ding. Ich kann mich erinnern, als ich hier mit dem Spiel angefangen hat, war die Axt echt kacke. Ich muss noch ein Magazin dran glauben. Zum Glück liegt hier nicht so viel Lebendes. Sieht man auch wieder kaum etwas. Irgendwie ist mein Arm, der linke, komplett verdreht. Hat geklappt. So, raus hier. Hab alle drei Dinger. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Da wusste ich doch, dass ich drei Räder brauche. Ah, okay. Der Kapellenname gefällt mir nicht. Ich bin wohl immer noch in der Kanalisation, kann das sein? Scheinbar ja. Was hat man hier denn? Schon mal fürs nächste Mal gucken. Oh, ich krieg richtig viele Deagles. Krieg ich auch noch meine Ultrawurme? Ja, ich krieg noch meine Ultrawurme. Die ist mittlerweile Standard geworden. Das Spiel weiß einfach, dass ich sie brauche. Okay, Leute. Hier mache ich jetzt aber für heute Schluss. Ich habe für heute genug Zombies, VR-Horror für ein Dach gehabt. Und vor allen Dingen Zombie-VR-Bugs. Also von den beiden Kapiteln, die ich heute gemacht habe, fand ich das erste richtig, richtig schrecklich.
Auch wenn ich da nicht einmal gestorben bin, ich fand das schrecklich. Vor allem mega ekelhaft da unten war's. Und das zweite, ich finde, da ging's irgendwie. Was ich jetzt heute gemacht habe. Also ich mache jetzt kein weiteres Kapitel, ne? Da braucht ihr euch gar keine Hoffnung machen. Ja. Ich hoffe einfach, dass jeder an der Stelle Spaß hatte mit den Video, beziehungsweise den Videos, weil ich die Kapitel ja in verschiedene Parts unterteile bei YouTube. Ich sage einfach mal, wenn es euch gefallen hat, später bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch ein Follow. Beides ist gegenseitig in den Beschreibungen verlinkt, beziehungsweise in den Kanalinfos. Und von YouTube verabschiede ich mich als erstes. Ich winke euch hier mit beiden Händen. Ba, ba, ba.